Victoria Becker erwachte aus ihrem tiefen Schlaf, als es an der Tür klingelte. Sie quälte sich von der Couch hoch und machte auf. Es war nur der Pizzabote. Genervt nahm die 25-jährige BWL-Studentin die Familienpizza entgegen und bezahlte. Dann schloss sie die Tür und schaute auf ihr Handy. Es war schon 23.33 Uhr. Wo blieb Thomas nun? Plötzlich fiel ein, dass die 29-Minuten-Grenze von Pizza Black Death schon längst überschritten war, was ihr Anrufprotokoll ihr bestätigte. Die schlanke Blondine riss die Wohnungstür auf und sprintete ins Treppenhaus. Aber es war schon zu spät. Aus dem Fenster zwischen dem 5. und dem 6. Stockwerk sah sie, wie der schwarze Wagen mit dem aufgemalten Sensemann an der Seite wegraste, so als wäre der Bote sich der verspäteten Lieferung vollkommen bewusst gewesen. Fuck! Brüllte sie laut in das Mehrfamilienhaus, bevor sie wieder in die Wohnung ihres Freundes zurückstampfte. Sie schloss die Tür und stürzte sich frustriert auf die Pizza. Heute wollten sie ihr 6-monatiges feiern und er war immer noch nicht da. Auch auf die 20. WhatsApp und die 30. Nachricht auf seiner Mailbox hat er nicht reagiert. Langsam machte die junge Frau sich ernsthaft Sorgen, dass er dem 30-jährigen Lagerlistenschichtleiter aus mir nicht ähnlich. Sonst war er immer so zuverlässig. Wieso hat er sich also gerade heute mittlerweile schon um mehr als 3 Stunden verspätet? War ihm etwas passiert? Hat er vielleicht einen Unfall gehabt? Victorias Sorge verwandelte sich langsam in reine Verzweiflung. Dies hatte zur Folge, dass sich Tränen in ihren Augen bildeten. Plötzlich sah sie etwas, das ihre Sorge auf das 10-fache steigerte. Sie sah das Handy ihres Lebensgefährten. Es war vergraben unter einem Haufen von Zeitschriften. Sie hatte es nicht bemerkt, als er vorhin die leerstehende Zwei-Zimmer-Wohnung betreten hatte. Normalerweise wäre ihr Schatz zu dem Zeitpunkt noch da gewesen, aber er war wohl an dem Abend früher zur Schicht gefahren. So dachte sie zumindest bis jetzt. Mit leicht zitternden Händen nahm sie das iPhone in die Hand und schaute aufs Display. Becker sah haufenweise SMS, die an Thomas gerichtet waren, aber nicht beantwortet wurden. Was die Anfang 20-Jährige aber entsetzte, war der Text der Nachrichten. Unter anderem las sie Wortschwalle wie: Er wird dich finden. Du hast keine Chance. Oder: Brauchst du wirklich beide Hände? Denn eine davon wirst du heute Abend verlieren. Und wenn ich dich nicht erwische, dann eben deine Schlampe. Die Mails waren von einer ihr unbekannten Nummer gesendet worden. Panik wuchs in ihr. Sie stand vor der Couch und sah mit aufgerissenen Augen in Richtung des Kellers, aus dem auf einmal ein fürchterlicher Lärm zu kommen schien. Victorias Puls war in diesem Moment auf über 180. Was konnte das nur sein? Um diese Uhrzeit räumte noch niemand seinen Keller mehr auf. Die junge Frau hörte plötzlich Schritte, die sich vom Keller aus nach oben bewegten. Aus den erst langsamen Schritten wurde schnell getrampelt. Victoria dachte nicht viel nach, packte einfach nur ihr Handy ein, bevor sie dann die Wohnung verließ und Richtung Dachboden sprintete. Sie hörte das polternde Geräusch ihres nach oben stampfenden Verfolgers, als sie die Stufen hinaufhastete. Oben angekommen, ging sie sofort rein und hielt die Tür von innen zu. Mit Tränen in den Augen und zitternden Händen, die sich wie Schraubstöcke um den Türhenkel klammerten, hörte Becker, wie die schnellen Schritte direkt vor der Dachbodentür begannen, langsamer zu werden, bis sie schließlich zu ihrem Entsetzen stehen blieben. Minutenlang war es totenstill. Doch dann begann jemand von draußen plötzlich, wie von Sinnen, gegen das alte Holz zu hämmern und versuchte gewaltsam in den Dachboden einzudringen. Victoria war kurz im Herzinfarkt und hatte schon ein wenig mit ihrem Leben abgeschlossen, als sie nach hinten schaute. Sie erblickte eine schon mit Rost beschlagene, aber immer noch funktionstüchtige Leiter, die direkt hinter ihr stand. Weiter hinten sah sie in einer der mit Drahtzaun abgegrenzten Kammern tatsächlich ein altes Katana, also ein japanisches Langschwert, das ein junger Verlobter wohl auf Geheiß der Frau seine Träume nach oben gebracht hatte, um Streitigkeiten mit ihr auf den Weg zu gehen. Geistesgegenwärtig ergriff sie die Leiter
und lackierte somit den Türgriff. Das daraufhin der Hämmern und die aggressiven Rufe, die unter anderem Sätze wie "Ich kriege dich halt doch" oder "Du entkommst mir nicht" steigerten den Adrenalinspiegel im Blut der jungen Dame immens. So machte sie sich schließlich rückwärtsgehend auf den Weg zu der besagten Kammer, kletterte flink über den Zaun und schnappte sich das Schwert. Sie zog die lange einschneidige Klinge aus der Scheide, überwindete erneut den Drahtzaun und begab sich zielstrebig zur Quelle des Lärms und der vielen damit verbundenen Drohungen. Ohne lange nachzudenken, führte die Studentin einen beherzten Stich aus und durchstieß so die Tür und damit auch die Brustplatte des Mannes, der vor dieser stand und dessen Stimme sie in ihrer Aufregung nicht erkannt hatte. Als sie das scharfe Metall wieder zurückgezogen hatte, verstummten sämtliche Laute, die ihr Verfolger bis dahin noch von sich gegeben hatte. Minutenlang stand sie da und ließ das Blut und die Fleischfetzen von dem todbringenden Gegenstand in ihrer Hand auf den Boden sacken. Dann nahm die traumatisierte Frau sich schließlich ein Herz und nahm die Leiter weg, sodass sie die Tür wieder öffnen konnte. Sie stieg über den Leichnam, der sich vor ihr befand, und betätigte den Lichtschalter. Was sie dann sah, ließ sie entsetzt aufschreien. Der tote Mann, der am Boden lag, war kein geringerer als Thomas. Der junge Mann hatte sich zum Anlass ihres Jubiläums mit seinen Freunden zusammen einen kleinen Spaß machen wollen und seine Kumpels, deren Nummern Victoria nicht gespeichert hatte, angewiesen, seiner Freundin verstörende Nachrichten zu schreiben. Das Weinen und Kreischen der jungen Frau ertönte stundenlang durch das lange Treppenhaus. Selbst noch, als sie die Schatten der Polizeibeamten sah, die von den Nachbarn gerufen worden waren und die schon die Handschellen zückten,